Ich heiße Marco Mauritz und ich arbeite am Institut für angewandte Mathematik an der WWU als Promotionsstudent. Ich beschäftige mich mit medizinischer Bildgebung und da halt eben mit dem mathematischen Aspekt davon. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, also wenn man in CT- oder MRT-Gerät liegt, dann werden Daten aufgenommen an den Detektoren. Und für das menschliche Auge sind diese Daten nicht direkt als wirkliche Bilder zu erkennen, sondern um dann ein konkretes Bild zu erhalten, muss man noch teilweise sehr aufwendige Berechnungen anstellen. Und da fließt halt viel Mathematik ein und mit so etwas beschäftige ich mich. Und mein Thema beschäftigt sich dann nicht mit CT oder MRT, sondern mit Positronen-Emissionstomographie. Das ist nochmal ein anderes Verfahren zur medizinischen Bildgebung. Und wir wollen das insbesondere anwenden, um einzelne Zellen zu verfolgen. Die Immunzelltherapie, die wir verbessern wollen, arbeitet so, dass das körpereigene Immunsystem genutzt wird, um den Krebs zu bekämpfen. Also nicht irgendwie Bestrahlung oder Chemotherapie wird eingesetzt, sondern eben die Immunzellen des Körpers. Und dazu werden die erst entnommen, werden dann genetisch verändert, dass sie eben spezifisch Krebszellen erkennen und diese vernichten können, im Optimalfall. Und das klappt halt bei Leukämie schon relativ gut, aber bei soliden Tumoren irgendwie noch nicht so richtig gut. Und da möchte man eben herausfinden, warum das nicht funktioniert oder eben auch das verbessern können. Ich finde es ziemlich interessant, natürlich, dass man dabei hilft, den menschlichen Körper besser kennenzulernen und eventuell neue Krebstherapien zu entwickeln oder die zu verbessern. Und insgesamt finde ich es auch sehr, sehr spannend, dass es ein interdisziplinäres Projekt ist und man halt eben mit Leuten aus ziemlich verschiedenen Fachrichtungen zusammenarbeitet. Also das halt aus der medizinischen Bildgebung, aus der Biotechnologie, aus der Medizin.